Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Medieval. Wir haben uns letztes Mal ja festgebackt, weil ich ja so, ja, schlau war und den Gegner vorher killen wollte. War ja die beste Idee. Ah, wirklich? So komme ich oben rein, oder was? Schornstein, sehr gut. Mann, der Kelch ist nur 95% voll, was soll denn der Käse jetzt? Okay, so passt alles. Da hinten ist der Kelch. Da fehlt ein Ding. Eine Schwäche für Tränke. Ja, aber uns fehlt jetzt der Hebel, oder? Ist das eine Axt? Ach so, ich bin jetzt ganz normal rausgekommen. Ach Gott, ich hab doch den Schlüssel, meine Güte. Ist das deine Hand? Ich hab die Hand von jemandem. Oh, da fehlt gar nichts. Aha. Ach, deswegen muss ich zuerst das Dorf machen. Ah, danke für den, nochmal für den Tipp. Wieso war denn das? Shit, das sind ja vier. Fertig. Nein, 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 nicht rausgehen. So, da sieht man, wie das zum Kelch geht. Und der Heldensaal wartet. Schaut, was wir jetzt bekommen. Halt, warte mal, wir haben einen Speer bekommen als letztes. Ne, verdammt. Wir müssen noch eine Runde warten. Fangt diesen gierigen Geschäftemacher, den Bürgermeister. Bringt ihn ins Anstaltsverlies. Verpasst dem Fettwanst eine Abreibung. Findet das Schattenartefakt. Bringt mir etwas Hübsches mit. Was für Penner, ey. Okay, und jetzt auf in den Zauberwald. Okay, erst mal ein Heldensaal. Ja, wir haben schon... Ach so, wenn ich das da oben voll ist, dann bekomme ich einen großen Kelch und kann dann da rein. Warte, 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 bekomme ich hier schon was? Nee. Hä? Ah. Ja, wie lauft ihr denn herum, fachtes Kio? Oh, ihr habt keinen Stil. Du hast immer was anmachen. Ich, Revenus, der letzte Zentaurenprinz, bin schon seit 10.000 Jahren nicht mehr herumgaloppiert. Seid klug, fachtes Kio. Nehmt meinen Langbogen. Besser als die Armbrust, für Feuerpfeile geeignet, die ideale Waffe. Ich gratuliere. Oh, noch nicht ganz mein Format, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Der nervt. Jo, weiter.
200 Schuss. Wobei ich mir mal denke, das sind ein bisschen viel Munition, ne? Ja. Nein. Dieses Ausrüsten ist auch ein bisschen komisch. Hä, doch, ich will weg. Hallo? Jetzt. Na, Hä? Ah ja, jetzt hat er es gemacht. Verdammt, das dachte ich schon. Damn it. So. Das nächste wäre dann die Anstalt. Alter, wie weit geht denn das noch? Jetzt gehen wir in die Zaubererde. Vor langer Zeit verbannte ein großer Held die Schattendämonen in diesem Wald. Nicht der schlechteste Ort, an dem man für immer eingesperrt sein kann. Was sie auch tut, leckt bloß nicht an den Kröten. Hä? Ja, komm, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wo ist der Schlüssel, ey? Kröten! Oh fuck, das sind die Gegner. Alter! Oh, daneben. Hey, der Händler ist down. Boah! Shit! Was zur Hölle ist denn hier los, ey? Ganze verdammte Waldgrafen. Nicht eintreten! Dieses Tor führt zur Gruft der Schattendämonen. Okay, umso mehr will ich da rein. Mal schauen, wer kommt hier. Es gab einmal einen Hexenzirkel in den Höhlen unter dem Friedhofshügel. Seitdem riecht der ganze Wald danach. Okay, schauen wir mal, wer kommt da? Hexe gerufen. Wer war das, Sir Fortescue? Warum kenn ich eigentlich alle? Ich bin noch nie einem wahren Helden begegnet. Oh, verzeiht mir, war nur ein kleiner Scherz. Bin ehrlich froh, euch zu sehen, Sir Fortescue. Ich brauche 7 Bernsteine, die im Ameisennest versteckt sind. Bringt sie mir und ich will euch gebührend belohnen. Ich frag euch nur einmal. Ma, wollt ihr's versuchen? Ja. Pardon, hab ich euch nicht gesagt, ihr müsst auf Insektengröße schrumpfen? Oh, schnell zurück! Okay. Ich habe von dieser Ameisenhöhle schon gehört. War scheinbar ein ziemlich schlechtes Level damals. Weil du halt nicht gewusst hast, wo du bist. Weil alles gleich ausgeschaut hat. Okay, wir brauchen 7 Bernsteine und einen Hammer. Hammer ist schon bereit. Was ist denn das? Dieses Zauberportal stammt von den Feen. Sie erbauten es offenbar, damit etwas in den Tunneln darunter nicht entkommen kann. Kann ich da durch? Okay, vielleicht brauche ich dafür die...
Achso, das ist die Keule. Was ist los? Danke für die Rettung, Sir. Mein Volk will nur in Frieden mit der Natur leben. Aber die böse Ameisenkönigin hält einen Teil von uns gefangen. Befreit mein Volk, Sir Fortescue, und ihr werdet reichlich belohnt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich euch befreien will. Warte mal, würde mich jetzt mal interessieren. Ja, der fliegt daher, ne? Ah. Oh, ich bin wieder da oben. Hey, was geht mit dir? Lauft, kleiner Mann, lauft, wenn euch euer Leben lieb ist. Doch still, hört ihr die Ameisensoldaten kommen? Los, stellt euch der tödlichen Insektenarmee. Okay, mach ich doch glatt. Ja, der war ja eingesperrt, das ist hier kein Durchgang. Da hinten ist das Ding. Hä, geht's denn noch auf? Okay, ich bin jetzt gerade irritiert. Hä? Ach so, die machen das gleich auf. Diese Glühwürmchen sind meine Freunde. Und leuchten euch in der Dunkelheit. Ah, sagt uns das gleich. Ich dachte, ich muss die alle sammeln. Jetzt habe ich zwei Glühwürmchen. Ameise! Ich glaube, ich habe es leicht übertrieben. Larven! Hä, warum wird es rot? Oh, ich kann wirklich zerstören. Oh, hoppla. Oh. Oh Gott. Ist ja nicht so, als ob ich hier einfach durchkomme. Was ist mit der kleinen Fee los? Ist die weg? Oh, ich habe drei Glühwürmchen. Alter, was? Dämliches Missvieh. Bernstein gefunden, yay! Bravo, bin ich jetzt schon wieder. Das Steuern mit dem aufgeladenen Hammer ist ein bisschen schwer. Komm, Bernstein. Kommt her, meine Freunde. Oh shit. Oh. Zwei gerettet, vier verbleiben. Warum kann die Ameise sowas eigentlich? Also, die Feen einsperren.
Dafür mache ich den hier 4 Blatt. Aufladen bitte. Hier war ich schon, da ist das komische Honigding da. Ja, mal da lang. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht eh schon lang bin. Fuck. Jetzt weiß ich, was ich gemeint habe, das ist total verwirrend. Da war ja einer drinnen, habe ich befreit. Noch ein Bernstein. Geht's auch wieder weiter. Ich mach alles platt, selbst eure Jungen, wenn es sein muss. Der Hammer, wie viel ist mir? Oh, 7 von 7. Kommt her, ihr Geschmeiß. Guck mir solche dämlichen Viecher was anmachen könnten. Bam! Wow, komm hier! Okay. Laufen wir mal ohne den aufgeladenen Hammer rum. Mann. Da kommen auch solche dämlichen Ideen mit so einem Level, ey. Ich glaube, da sind wir noch nicht lang. Ah. Hallo. Bin wieder da. Haben wir da ein Fläschchen? Ich bin Chor. Vier Grenade, zwei verbleiben. Machst du es noch mehr? Wow. Acht von sieben. Da gibt's mehr? Ach, falls ich keinen Bock habe, die ganzen Elben zu suchen, oder was? 9. Und gerade einer verbleiben. Wenn ihr tapfer genug seid, noch weiter zu gehen, gelangt ihr in die Kammer der gefürchteten Ameisenkönigin. Okay. Aber sollte ich nicht vorher Viecher retten oder so? Mir fehlt halt noch genau einer. So, die helfen mir jetzt dann bei der Ameisenkönigin, oder was? Attacke!
Weil die Papier rufen kann. Und platt. Oh. Warte mal, da müssen wir aber wechseln. Nein. Ich vergesse immer, dass das ja... Du bist eigentlich gefürchtete Ameisenkönigin. Und tschüss. Und weiter, gleich haben wir sie. Hoppala. Ah, wie nervig. Fuck, wirklich? Und tschüss. Sturz der Königin. Ihr habt das Feenvolk vor dem bösen Ameisen gerettet. Zur Belohnung lasse ich euch in den Heldensaal. Ich war zwar noch nie dort, aber ich hab gehört, da drin gibt's freie Tränke. Okay. Ja, das ist doch Daniel, Herr der Ameisen. Haltet still und ich heb den Schrumpfzauber auf. Oh, du wunderschöner Bernstein. Ich bin vielleicht ein altes Wurzelweib, aber ich halte meine Versprechen. Hier ist eure Belohnung, edler Ritter. Hexenvertrauter. Heldensaal. Habe ich jetzt das Level geschafft? Glaube ich nicht, ne? Was habe ich als Belohnung bekommen? Und zurück wie ein Geister-Jojo. Vielleicht versteckt der Meister die magischen Eierbecher jetzt besser. Hä? Ist mich mit Blut anmachen oder was? Komm raus, du Dämmer Gargo, und ich zeig's dir, was abgeht. Axt! Hey, Mr. Fortescue! Ich will mit euch sprechen! Wenn dieser Sarok so übel ist, wieso hat man gerade euch geholt, Fortescue? Ich wäre der Richtige, Blood Monarch, der Schädelschnitzer. Wo ich hinkam, türmten sich die Leichen stapelweise, während ihr höchstens zur Wachablösung geblasen oder mit dem König Kroket gespielt habt. Trotzdem leihe ich euch meine Axt. Schwingt sie, werft sie. Sie ist so blutdürstig wie ich. Genießt das Dämonenblut, mein Prachtstück.
Sie ist blutdürstig. Ja. Geil. Okay. Wir haben zwei Waffen, die wir auf jeden Fall jetzt immer verwenden können. Und die, wo wir werfen können. Yeah. Hä? Achso, das ist der Kelch, der wo da im Weg schwebt ist. Aber es passt doch ganz gut. Dann bedanke ich mich jetzt an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Medieval. Macht's gut und Servus.